Aufstellungen mit Karten. Ja, gestern habe ich es ja schon angekündigt. Heute im Adventskalender Türchen Nummer 8 zum 8. Dezember soll es mal wieder um das Thema Aufstellungen mit den Karten gehen. Das heißt, ich gebe dir jetzt hier mal einen Schnelleinstieg oder auch so eine Art Mini-Aufstellung, wenn es einfach mal nur kurz um das Thema Arbeit, Finanzen geht. Dazu habe ich mir jetzt einfach mal ein Beispiel überlegt, wie ich dir das am besten zeigen kann, so kurz die Verbindungslinien von der fragenden Person zum Thema Arbeit, zum Thema Finanzen und da eben das als Mini-Aufstellung mal machen und dann eben noch natürlich, wenn es um die Veränderungen geht, also praktisch eigentlich der letzte Schritt, den ich in der Aufstellung im Coaching mache, wenn ich dann eben noch gucke, wie kann man etwas verändern, verbessern, wie oder welche Veränderung ist überhaupt möglich, was kann ich erreichen und dann eben auch, wie erreiche ich das, also mit welchem Weg. Das möchte ich dir jetzt zeigen. Dazu komm einfach wieder mit auf meinen Bildschirm, da kann ich dir das am besten zeigen. Ja, und dann freue ich mich, dir auch diese, sag mal, Art der Mini-Aufstellung zeigen zu können. Also, bis gleich am Bildschirm. Ja, dann jetzt willkommen auf meinem Bildschirm, wo ich dir diese, ja, ich sag mal, Mini-Aufstellung gerne mal zeigen möchte. Normalerweise ist die Aufstellung, wie gesagt, wenn ich das mache, 2-Stunden-Termin, also ein intensives Durchleuchten und Analysieren der ganzen Stellvertreter. Wie fühlen sich die Personen, die Themen an ihrem Platz? Wie sind die Verbindungen zueinander? Da sich das aber jetzt, wie gesagt, einige gewünscht haben, mal kurz das nochmal gezeigt zu bekommen und ich hier jetzt kein 2-Stunden-Video draus machen möchte, fehlt mir auch ein bisschen die Zeit zu, habe ich mir einfach überlegt, man könnte das Ganze ja auch mal als Mini-Aufstellung machen. Und deswegen habe ich hier jetzt einfach nur mal 3 Stellvertreter festgelegt, die Fragestellerin als Dame, die Arbeit mit dem Anker und die Finanzen für die Fische. Und so kurz als Hintergrundinfo, hier in diesem Beispiel die Person. Ich habe mir jetzt einfach mal ein Beispiel zurechtgelegt, um das zeigen zu können und bin mal so davon ausgegangen, dass das jetzt eine Person ist, die im Bereich Coaching arbeitet, weil es vielleicht viele von euch ja auch betrifft, dass der ein oder andere von euch auch in der Lebensberatung oder im Coaching tätig sein möchte. Ich habe jetzt hier mal mit Absicht gesagt, dass es Coaching ist und jetzt nicht unbedingt Kartenleger. Aber wenn du, kannst es ja auch auf dich sozusagen übertragen. Also wie gesagt, es ist ein fiktives Beispiel. Ich wollte es einfach nur von der Technik her zeigen, was es hier für Möglichkeiten gibt, wie man das Ganze handhaben kann. Ja, und in diesem fiktiven Beispiel habe ich mir einfach vorgestellt, dass diese fragende Person jetzt eine Frau ist, dass die im Bereich Coaching tätig ist, aber noch nicht genügend Kunden hat, beziehungsweise zu wenig Kunden oder Kunden, die halt nur kleine Beträge bezahlen und sie eigentlich gerne das ja zur Hauptarbeit machen möchte. Also entweder mehr Kunden braucht oder aber die wenigen Kunden dann eher im Hochpreissegment, dass man halt sagt, dass sie für ein Coaching, dass sie dann halt eine Person vielleicht länger und intensiver begleitet, also über einen längeren Zeitraum einfach, ein paar Wochen vielleicht und dafür dann aber auch höhere Beträge nimmt, weil sie die einfach ja in der persönlichen Entwicklung coachen kann und da eben andere Beträge. Aber in dem Beispiel habe ich mir jetzt mal so gedacht, dass die Person Zweifel hat, haben ja auch viele von uns, ob das überhaupt möglich ist, ob man das überhaupt machen kann, oder ob man einfach dann auch zufrieden sein sollte mit dem, was ist und vielleicht eher die kleinen Dinge weiter ausbauen oder ob sich hier halt ihre Träume sozusagen lohnen, daran zu glauben, größer zu werden, andere Beträge zu nehmen und damit dann eben auch Vollzeit arbeiten zu können und für sich eben auch ein schönes Einkommen zu haben. So, und jetzt mal so auf diese Thematik, diese Gedanken, habe ich jetzt eben, wie gesagt, mal diese Karten ausgelegt, um zu gucken, ne, wie kann ich euch das jetzt hier am besten zeigen. Und dazu habe ich jetzt auf der nächsten Folie, wenn ich mich hier mal weiterklicke, mal diese roten Rahmen um diese 3 Stellvertreter gemacht. Also das Thema Geld liegt schon mal recht nah bei ihr. Das Thema Arbeit liegt ziemlich weit weg von ihr. Das hat aber erstmal noch gar nichts zu sagen. Sondern man guckt jetzt hier
Im Grunde genommen erstmal fühlt sich das Thema wohl auf seinem Platz, fühlt sich die Fragestellerin wohl auf ihrem Platz. Das heißt, wir gucken uns einerseits das Haus hier drunter an, aber auch die Karten drumherum und das Ganze bei den Stellvertretern hier fürs Geld und die Arbeit genauso. Also die Häuseraussage plus die Karten drumherum. Noch kurz der Hinweis, du deutest das jetzt in der Aufstellung nicht wie eine große Tafel. Also es ist jetzt nicht die Lebensberatung mit Zukunftstendenzen, sondern eher eben die Analyse und wie kann ich was verändern, verbessern in meinem Leben, wie kann ich das erreichen, wo ich vielleicht von träume oder ist es überhaupt lohnenswert, also kann ich überhaupt was verändern. Es geht jetzt also mehr darum, ob eine Veränderung möglich ist und wie man sie erreichen kann und dann eben auch natürlich, wie fühlen sich die Themen, die jetzt hier aufgestellt werden, aktuell, also fühlen die sich einfach wohl in ihrem Bereich, wo sie gerade sind, oder haben sie halt unschöne Karten um sich herum, dass vielleicht irgendwas blockiert ist, irgendwas schwierig ist, irgendwas im Weg steht. Na, und dann eben auch die Verbindung eben wirklich hier mal zur Fragestellerin, dass man eben gucken kann, hat sie überhaupt eine gute Verbindung zu dem Thema? Und das möchte ich dir jetzt hier Schritt für Schritt zeigen mit diesen drei Karten. Ja, fangen wir mal einfach an mit der Fragestellerin selbst, also sie liegt hier auf dem Häuserplatz 33, weil auch wenn ich hier mit den 40 Karten liege, ich habe hier unten die Häuserplätze 33, 34, 35 und 36 nach wie vor wie gehabt, wie bei einer Achtertafel auch, die du mit 36 Karten legst. Und dann ergänze ich einfach nur die zwei Häuserplätze hier und auf der rechten Seite. Das heißt, die Dame liegt halt auf dem Haus 33 vom Schlüssel. Das heißt, sie sollte zuversichtlich sein, sich öffnen, etwas in Gang setzen, ja, jetzt eben einfach offen sein. Auf dem Haus von der Fragestellerin, also hier der Häuserplatz 29, da liegt jetzt die Wolkenkarte drauf. Das heißt, die Fragestellerin ist unsicher, hängt in der Schwebe, weiß nicht so recht, was sie machen soll. Also das spiegelt so ein bisschen ja jetzt auch diese Situation da, die ich mir jetzt in diesem Beispiel mal so zurechtgelegt habe, damit ich das für euch deuten kann. Also passt sehr schön die Karten eben auch zu der Ausgangssituation. Ja, um sie selber drumherum sieht man jetzt diese Karten. Das heißt, ihr Erfolg hier ist belastet. Die Mäuse zeigen ja auch an, sie hat Zweifel, sie hat Sorgen, sie hat Ängste oder sie ist einfach auch unzufrieden. Das Buch könnte man jetzt hier tatsächlich auch für das Wissen nehmen, also das Coaching, was sie anbieten will und dass es da mit den Mäusen eben noch zu wenig ist oder sie da einfach die Zweifel dran hat. Und mit den Sternen, dass sie nach der Erfüllung greifen kann oder nach den Sternen greifen, einfach auch mehr oder viel daran denken, dass jetzt viel Coaching möglich ist oder größeres Potenzial möglich ist. Aber die Mäuse zeigen eben auch an, ja, sie zweifelt hier noch, sie zweifelt noch an ihrem Erfolg in diesem Bereich und dass das für sie möglich ist. Also ich gehe jetzt hier nicht so sehr auf diese 8 Positionen ein mit ihrer vertiefenden Deutung. Das kannst du zwar auch, aber es geht in der Aufstellung im Grunde genommen erstmal darum, was liegt alles drumherum, wie fühlt sich jetzt hier dieses Thema an seinem Platz. Und deshalb kann ich die Sense dann eben auch deuten, als dass sie jetzt hier auf den Mond drauf drückt, dass da eben entsprechend hier die Belastung ist und ja, dass da einfach das Thema Erfolg, Anerkennung, vielleicht auch ein Lob mal annehmen, dass da eben die Belastung drauf ist. Ja, und dann gucke ich mir jetzt hier an, wo liegt das Thema Geld? Das Thema Geld liegt auf dem Häuserplatz 36, nee, nicht 36, 37 vom Bauch. Das heißt, der Bauch steht ja dafür, dass sie etwas in sich trägt, was sichtbar werden kann. Also es ist ja der Schwangerschaftsbauch, wo was auf die Welt kommen will. Aber auch, dass man sich Gedanken machen soll, Pläne schmieden, eine gewisse Ordnung und Struktur schaffen und dann eben ja das Ganze planen, was dann eben sichtbar werden soll. Also sie sollte sich finanziell schon damit auseinandersetzen, hier jetzt mal tatsächlich auch Pläne zu schmieden und sich vorzubereiten
auf diese Situation, dass sie da ja gerne mehr Geld verdienen möchte. Auf dem Haus der Fische, da liegt jetzt hier der Mond. Das heißt, sie kann hier finanziell auf jeden Fall Erfolg haben. Also das Geld in der Aufstellung fühlt sich an seinem Platz hier mit den Karten drumherum schon mal sehr wohl, hat dann auch noch auf der Häuser-Aussage den Mond, also dass sie da durchaus erfolgreich sein kann oder auch mehr auf ihr Gefühl hören, auf ihre Intuition. Und darauf vertrauen und ja, letzten Endes hier mit den Wegen einen Weg finden, eine Möglichkeit bezüglich hier des Coachings, also das Wissen weiterzugeben und dann hier auch wieder mit der Sterne größer denken, mehr machen. Also da ist auf jeden Fall Potenzial da. Also das Thema an sich Finanzen liegt schon mal gut, ist also gut aufgestellt. Da braucht sie sich schon mal keine Sorgen machen. Und jetzt geht es halt darum, wie ist ihre Verbindung zum Geld. Und da hat sie, dass dadurch, dass die hier so nah liegen, nur eine Karte dazwischen, und zwar die Sterne. Das heißt, sie kann finanziell tatsächlich nach den Sternen greifen oder so in dem Sinne, ihre Träume lohnen sich, sie darf größer denken, sie darf sich da die Klarheit verschaffen. Es geht um viel, bei Sterne geht es immer um viel, also viel Potenzial, viel Möglichkeiten, auch die Idealvorstellungen, also von daher. Das mit dem Geld ist definitiv für sie hier ausbaufähig und sie hat eine gute Verbindung dazu. Lediglich für sich selbst als Person ist sie zu sehr am Zweifeln. Ja, und dann gucken wir uns nochmal das Thema Arbeit an. Der Anker liegt hier oben auf dem Häuserplatz vom Klee. Also das ist auch schon mal eine Aussage, dass sich die Arbeit an sich wohlfühlt, also Freude macht, Spaß macht, ganz, ganz gut ist. Die Kunden mit dem Park, das liegt auch mit dran. Auch der Hund für das Vertrauen, die Hilfe, die Unterstützung, die sie mit der Arbeit geben kann. Die Lilie für die Zufriedenheit oder auch den Ausgleich. Der Brief, Kontakte, natürlich auch Kundenkontakte in dem Fall dann, weil hier ja die Kunden mit bei sind, oder auch das Vertrauen dann noch weiter in die Arbeit stärken, dass hier auch mehr Kunden kommen können. Denn man sieht hier die Fabrik dran und die Fabrik steht auch wieder für das Größerdenken. Großes Potenzial, große Stabilität. Da ist das Thema Selbstständigkeit und wenn es darum geht, dass man die Arbeit eben gerne dann ja auch Vollzeit machen möchte, dass man da gut von leben kann, dann ist hier schon das Potenzial, ja, mit der Selbstständigkeit hier, mit der Lilie einen guten Ausgleich zu haben. Denn die Lilie sagt, es ist in Harmonie, Zufriedenheit oder es ist ein gewisser Ausgleich da, also das Gleichgewicht. Und das kann sie hier durch die Selbstständigkeit schaffen, indem sie dann auch größer denkt. Und jetzt geht es noch darum, wie ist denn aber ihre Verbindung zur Arbeit, also die Arbeit an sich mit dem, was sie vorhat, liegt also schon mal sehr gut aufgestellt. Jetzt ist halt nur die Frage, wie ist ihre Verbindung momentan zur Arbeit? Und da geht sie jetzt auch in die kürzeste Verbindung, also diagonal hier auf das Buch, dann auf das Kreuz und auf den Brief. Das heißt, es ist für sie wichtig, hier mit dem Coaching, vielleicht muss sie auch mit dem Buch noch was lernen, sich weiter bilden, wie sie sich da besser aufstellen kann, also selbst mit ihrem Coaching-Angebot und ja, dann die zahlungskräftigen Kunden zu finden. Auf jeden Fall ist das was Schicksalhaftes, aber auch, was ich jetzt hier eher drin deuten würde, der Glaube, das Kreuz, das steht ja auch für den Glauben. Sie soll mehr an sich glauben und dass es möglich ist, also der Glaube auch an die Arbeit und das Geld, dass es möglich ist, hier diese Kunden anzuziehen, die dann auch zahlungskräftiger sind oder die sie dann eben entsprechend vielleicht auch länger begleiten darf, damit sie dann auch mehr Geld verdient. Ja, und dann ist der Brief, das ist wieder das mit den Kontakten, Kommunikation, aber auch Werbung machen, Ausschreibungen, auf sich aufmerksam machen, dass man eben da Angebote hat. Kann auch durchaus die Webseite sein, die sie dann hier vielleicht aufsetzen sollte, um in Kontakt zu kommen mit den Kunden. Also auch hier Potenzial ist da, dass sie da eine gute Verbindung zur Arbeit hat, mehr an sich glauben, vielleicht noch das ein oder andere Wissen aneignen, über eine Webseite oder Werbung nachdenken, um dann eben auch die Kunden anzusprechen, die dieses Potenzial bieten, dass sie eben das bezahlen können, was sie da anbietet. Und jetzt kommt noch mal so das Spannende. Ich gehe hier noch mal einen weiter.
Jetzt geht es nämlich darum mit den Störche. Die Störche mache ich in der Aufstellung, egal ob es jetzt eine intensive Aufstellung ist oder jetzt hier auch in der Mini-Aufstellung, immer zum Schluss. Das heißt, es ist für mich immer der Stellvertreter für die Veränderung, die Verbesserung. Und da mache ich das so, dass auf dem Haus der Störche, also hier den Platz 17, dass dort das Thema drauf liegt, was Veränderung braucht, also worum man sich kümmern muss, was man halt verändern sollte. Und da, wo die Störche direkt drauf liegen, das ist eher so der Hinweis, das kann man dann als Veränderung erreichen. So, und wenn ich jetzt mir hier erstmal anschaue, der Blumenstrauß, das heißt, es braucht Veränderung. Bunter Strauß an Fähigkeiten, an Möglichkeiten, die Kreativität, gerade eben für Coaching, Kartenlegen-Bereich ist für mich der Blumenstrauß auch die Beratung an sich, der kreative Umgang damit. Das heißt, es braucht Veränderung eher in Richtung jetzt ihr Angebot besser zu präsentieren oder den richtigen Leuten zu präsentieren. Also, dass sie eben hier ihren bunten Strauß an Fähigkeiten besser darstellen kann, damit sich da eben was verändert. Also was sie alles für Möglichkeiten im beruflichen, in dem Coaching für andere bieten kann, dass das eben ja auch mit Freude dann angenommen wird, dass die Leute da gerne für bezahlen, weil sie einfach hier ihre ja tollen Fähigkeiten dann dazu einsetzen kann. Und die Verbindung dahin, da kann man jetzt eben gucken, wie schafft sie das, dass sie hier mehr in dieses Positive reinkommt, mehr in ich sag mal, ihre bunte Palette an Möglichkeiten, was sie vielleicht im Bereich Coaching anbieten kann. Also, dass sie eben nicht nur diese Kurzmethoden anbietet, sondern eben auch langfristig oder intensiver begleiten kann. Also, welche Techniken kann sie da vielleicht mit reinnehmen, dass es eben langfristige Begleitungen sind. Und da ist jetzt hier so die direkte Verbindung, das Buch. Das heißt, sie sollte sich irgendwo mit ihrem Wissen auseinandersetzen. Was hat sie an Wissen? Was kann sie an Wissen weiter geben, aber vielleicht auch der Gedanke, sich noch mehr Wissen anzueignen. Denn das Buch steht ja auch für die eigene Weiterbildung und das Lernen. Also vielleicht ist da eben auch noch Potenzial, dass sie noch Fähigkeiten, Talente sozusagen entdecken oder lernen kann, die sie dann eben gewinnbringend hier in das mit einfließen lässt, dass sie sich dann eben, ich sage es jetzt mal, etwas breiter aufstellen kann in Form von ihren Angeboten und dadurch dann eben intensiver begleiten kann. Also das wäre jetzt eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist also, man kann sich immer zu dieser Themenkarte über die kürzeste Strecke hinbewegen, aber auch durch das ganze Kartenbild muss dann halt nur gucken, über welche Wege will man gehen, was möchte man machen. Also sie könnte hier auch über die Sterne, die Fische und die Wege zu diesen Fähigkeiten oder diesem positiven Potenzial kommen. Das würde dann einfach bedeuten, hier mit dem Geld mehr zu verlangen, einfach diesen Weg mal einzuschlagen und zu sagen, okay, das Wissen, was ich bis jetzt habe, das reicht. Ich habe nur einfach die falschen Kunden bisher. Ich werde das jetzt einfach mal in Angriff nehmen und hier mit der Sterne einfach mal mehr verlangen, mehr haben wollen und dadurch halt einen Weg zu ebnen, dass hier auch mehr Geld kommen kann. Also auch das wäre eine Möglichkeit. Sie könnte auch hier durchaus über die Mäuse, den Mann und das Kreuz. Dann wäre eben der Weg erstmal, sie muss durch ihre Zweifel und Ängste hindurch, dass sie hier eben Wichtiges zu geben hat, weil der Mann ist ja auch das Geben, dass sie da einfach dran glaubt, dass sie ja hier was geben kann und die Zweifel mal an die Seite schieben und dass sie hier eben schon die Vielfältigkeit und das Positive gibt. Es kommt jetzt, wie gesagt, ein bisschen drauf an, welchen Weg sie davon selber gehen möchte, ob sie sagt, sie braucht noch ein Wissen oder sie geht einfach durch ihre Zweifel hindurch und sagt, ich gebe, ich glaube an mich und macht's dann. Oder sie sagt einfach jetzt so, ich sag mal, Knall auf Fall, ich nehme jetzt einfach mal mehr Geld und guck mal, was da an Wegen und Möglichkeiten dann passiert, ob sich Kunden melden oder nicht. Ja, und dann ist, wie gesagt, noch das Spannende hier mit den Störchen, wo die drauf liegen, also was dann letzten Endes die Veränderung bringen kann. Jetzt liegen hier natürlich
ist die Häuser-Aussage mit dem Fuchs drunter. Da könnte man jetzt denken, die Veränderung bringt was Falsches. Ich denke jetzt aber eher, dass die Veränderung damit zu tun hat, dass die falschen Kunden, die sie bisher hatte, die halt nur kleines Geld hatten und nur die kleinen Mini-Coachings bei ihr bezahlen konnten, dass die sich dann verändern und dadurch eben, dass sie sich dann eben anders präsentiert, halt einfach diese Veränderung möglich ist, dass sie dann eben auch größer denken kann. Und dann sieht man ja hier um die Störche, also wenn man einfach mal schaut, was hier so drumherum liegt, beziehungsweise wie die Verbindung von ihr jetzt zu den Störchen ist, dann könnte man ja sagen, okay, der direkte Weg ist jetzt die Sense und der Schlüssel. Also mit der Sense eben einerseits natürlich vorsichtig sein, aber auch wie so ein Cut machen, schneiden, zurechtstutzen, fokussieren fällt mir dabei ein. So, ne, auf die Spitze sozusagen achten, auf den Fokus, wo will ich meinen Schwerpunkt hinsetzen und sich dafür öffnen und dann in diese Veränderung reinkommen. Also sich vielleicht zu so sagen, okay, statt jetzt 100 Kunden, die mir nur 20 Euro für eine Beratung geben, suche ich mir lieber die ein, zwei oder drei Kunden, die mir da tatsächlich auch ein paar hundert Euro geben, aber die ich dann eben ja einfach auch intensiver dafür begleite und da eben ja so dieses ja persönliche Coaching einfach noch mehr im Vordergrund ist, aber sie dadurch dann eben auch mehr Geld hat. Also so sich das drauf fokussieren, die Spitze, sich dafür zu öffnen und zu sagen, da ist jetzt die Veränderung. Das wäre jetzt ein Weg. Sie könnte auch hier gehen, ne? Also den Erfolg, da ist jetzt ja mit dem Sarg, wäre jetzt irgendwo noch der Stillstand. Das würde ich jetzt nicht als Weg bevorzugen, aber sie könnte ja auch über den Mond und dann die Wolken und dann die Sonne dahin. Also das heißt, mehr auf ihr Gefühl achten, auch wenn sie unsicher ist, versuchen, mehr sichtbar zu werden. Also das heißt, dass mit den Wolken, dass sie erstmal durch den Nebel durch muss, aber mit der Sonne sich besser zeigen, besser präsentieren, eben sichtbar sein, damit sie von anderen Leuten wahrgenommen wird. Das wäre jetzt auch eine Veränderungsmöglichkeit. Also bei der Veränderung geht es einfach immer darum, ja, lohnt es sich und ja, welche Wege kann jetzt die fragende Person gehen, um in diese Veränderung reinzukommen? Und dann guckt man halt, wo will man lang gehen? Also sie könnte auch hier oben lang gehen, zum Beispiel auch wieder über die Zweifel und Ängste drüber hinweg, dass sie ja etwas geben kann, Größeres geben kann, also da auch investiert in das Geben und dann das als Herausforderung anzusehen und sich auf diese Reise zu begeben oder halt auch zu sagen, meine Wünsche, meine Sehnsüchte, Träume, ich darf da in die Entfernung gehen, also weiter weggehen, weil es halt einfach auch größeres Potenzial gibt und dadurch verändere ich was. Also es geht bei der Veränderung ja darum, dass du eben ja Wege zeigst, was ist möglich und dann deutest du natürlich jetzt nicht den Berg als Blockade an sich, so nach dem Motto, ihre Wünsche sind blockiert, sondern dass du dann eben sagst, okay, dann ist der Berg hier in dem Fall eher die Herausforderung, die es zu meistern gilt, aber auch, dass es eben in der Entfernung vielleicht andere Kunden für sie gibt, weil es geht ja jetzt in dieser Thematik darum, dass sie ja so gesehen andere Kunden braucht, die eben zahlungskräftiger sind und die sie halt langfristig begleiten kann, und nicht halt diese Kurzberatungen. Und dass sie da eben für sich einen Weg findet und da eben investiert, dass die vielleicht auch etwas weiter weg sind und dass sich aber diese Reise dann durchaus lohnt, weil es ihr eine Veränderung bringt. Also von daher, ich hoffe, das ist jetzt so ein bisschen klar geworden, dass du, wenn du halt in Verbesserungen hier denkst oder wo es was zu verändern gilt, weniger jetzt auf die Problemkarten eingehst, sondern dann auch eher die schwierigen Karten mit ihrer positiven Seite betrachtest, so ähnlich wie beim Highlight oder beim Ratschlag, dass es dann eher darum geht, wie kann ich jetzt hier eben wirklich in eine Verbesserung kommen. Und
Da geht es dann eben wirklich darum, jetzt für sie den entweder schnellsten Weg zu finden oder den, den sie bereit ist zu gehen. Also wenn sie hier zum Beispiel nicht mit ihren Ängsten sich beschäftigen will und diesen Weg geht, dann kann sie eben auch hier, also ich würde jetzt hier an ihrer Stelle, also wenn sie jetzt meine Kundin wäre, dann würde ich ihr einfach raten, mit der Sense fokussiere dich auf dieses spezielle, geh halt ja wie mit so einer Nadelspitze rein. Also denk da jetzt nicht zu großflächig, dass du es jedem recht machen musst, sondern fokussiere dich halt auf die Leute, die du tatsächlich haben möchtest als Kunden. Öffne dich dafür und dann ist eine Veränderung möglich. Also das wäre jetzt so meine Zusammenfassung. Wie gesagt, es sollte ja einfach nur mal so ein Einstieg sein, was du bei Aufstellungen machen kannst. Also dass du dir halt das Thema anguckst, wo es liegt, ob es sich an seinem Platz wohlfühlt, wie du die Verbindung dazu hast und dann eben auch den letzten Schritt mit den Veränderungen, was ist möglich, oder beziehungsweise hier mit dem Blumenstrauß erstmal, was braucht überhaupt Veränderung? Also wo ist der erste Veränderungsschritt, den man praktisch anpacken sollte und dann halt der Weg dahin, wie ist es möglich? Und dann als letzten Schlussgedanken, was bringt dann letzten Endes die Verbindung? Also diese Veränderung, und da sehe ich dann hier eben, dadurch, dass hier gute Karten drumrum sind, die Stabilität, die Sonne, Wachstumspotenzial, die Freude hier mit den Plänen, vielleicht den einen oder anderen Schlenker noch auf ihrer Reise, aber es ist hier alles offen, zuversichtlich, man kann strahlen, man kann wachsen, hat eine Stabilität oder auch dieses tatsächlich, dieses Dauerhafte, dass man da Leute langfristig begleiten kann. Und das mit dem Fuchs, das Falsche darunter, würde ich lediglich so interpretieren, dass das Falsche sich jetzt verändert, also die falschen Kunden gehen und dafür dann die richtigen kommen. So, ja, das war jetzt meine Zusammenfassung. Nochmal jetzt ganz zum Schluss noch der Hinweis für die großen Aufstellungen, also wo es wirklich um die intensiveren Themen geht, dass man halt die Familiengeschichte aufstellen kann, aber auch Themenaufstellungen noch viel intensiver durchleuchten. Wie gesagt, nicht ohne Grund mache ich da 2 Stunden Termine, um das eben gründlich zu durchleuchten. Also da habe ich eben, wie gesagt, dieses Büchlein zugeschrieben, oder na, eigentlich würde ich eher sagen, ein Buch, schon etwas dicker. Ich gebe dir nochmal als Bonus hier oben drauf jetzt einfach den Ausschnitt, dass ich jetzt hier eine Aufstellung, die ich zurecht ja geschustert habe, sage ich jetzt mal, für das Thema Arbeit. Da habe ich halt mir mehrere Stellvertreter überlegt, die man da aufstellen könnte. Das heißt, das liste ich dir einfach mal auf, wenn du so eine intensivere Themenaufstellung zur Arbeit machen möchtest, dass du schon mal so eine Richtung hast, was es da alles für Stellvertreter gibt, die man da eben aufstellen kann. Und ja, wie das Ganze dann gedeutet wird, das ist natürlich intensiv mit einem Beispiel hier in dem Buch drin. Ja, das war's jetzt mit dem Video, ist jetzt doch etwas länger geworden, aber ich wollte dir natürlich auch trotz Mini-Aufstellung zeigen, was es hier an Deutungsmöglichkeiten gibt. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Freue mich natürlich, wenn du das Video wieder likest und kommentierst und gerne auch in meinem Blogbeitrag noch eine Nachricht hinterlässt. Ich freue mich immer, wenn andere mir schreiben, wie hier meine Lernvideos so ankommen und natürlich auch im Rahmen dieser Adventskalenderaktion, wie dir das gefällt. Also hau rein in die Tasten. Ich freue mich, von dir zu lesen. Alles Liebe, alles Gute, Angelina Schulze.